Die Tür ist auf jeden Fall offen. Also ist ein Loch in der Wand, ne? Ja, ich hab schon gesehen. Genau, gut, siehst du jetzt. So, man kann da auf der anderen Seite die Tür kann man entriegeln. Dort ist aber das Licht. Das machen wir hier die Tür auf. Hier ist nichts, okay. Das heißt, es ist mal schön zu sagen, hier ist nichts, wenn man nicht nach oben guckt, ne? Wir könnten ja auch von oben da kommen. Da ist einer. Wo? Ah, dort. Lag in der Ecke. Wow. Da kommt noch einer aus dem Schrank. Okay. Bist du hinter mir? Ich sehe dich gerade nicht. Ich bin auf dem Schrank und habe den anderen getötet. Gut. Hier geht's ja anscheinend nach unten. In dem Schrank. Oh, noch ein bisschen was hier unten drin. Ansonsten war es das hier wieder, ne? Geht's eigentlich jetzt noch schon nach unten? Ah, da warte mal kurz. Oder ne, die ist tot, die hat keine Beine mehr, die wird nichts machen. Nee, ich glaube die Halbis sehen anders aus. Hm. Ist keine Leiter, also kann ich einfach was runter. Springen. Ich bin unten. So. Achtung! Huch! Dann nehmen wir gleich mal hin. Hinten ist wieder so ein blaues Ding. Wo? Ist ja dieses, was waren das hier? Irgendwelche Pflastersteine, ne? Ja, Pflastersteine. Mit denen kann ich dann das Haus alles ordentlich verstärken. So, Pflastersteine eingesammelt. So, ich gehe mal wieder auf der. Das wollen wir noch mitnehmen. Auf der Glas, gut. Hier hast du alle schon genommen. Ja. Ich guck mal, ob ich was sehe, bevor wir hier durchgehen. Ich sehe nichts. Dann nehme ich mal die Axt. Weil ich glaube, sonst kommt man hier nicht durch, ne? Nee, ich glaube nicht. Was haust du? Hm? Ich helfe dir. Achso, es sah gerade nicht so aus, als würdest du die treffen. Deswegen, keine Ahnung. Dann haben wir wahrscheinlich genau gleichzeitig getroffen. Reparieren. So. Hier ist nichts. Sind anscheinend im letzten Raum angekommen. Oder? Was hast du schon? Da ist wieder Zement. Und Pflastersteine. Zerstörter Generator. Oh nee, geht's noch weiter. Oh, da kommt was. Das erlöst sich wieder da drin rumläuft. Kommt da einfach so an. Noch einer. Ich nehme mal das hier. Irgendwas habe ich noch gehört. Ja, ich dachte auch. Deswegen gehe ich. Oder es war im Stream da nebenbei. Das kann durchaus sein, dass man das dann immer doppelt hört. Ist dann immer ein bisschen. Aufbewahrungskiste haben wir hier. Oh, ich habe die rote Farbe gefunden. Rote Farbe. Mhm. Das können wir doch mal kurz, ne? So wird Zeit. Ja. Ist erst kurz vor 9. Verändern sie. Den Mantel lila färben. Das ist ein Mantel lila. Mhm. Ja, lass mal jetzt hier. Hier war jetzt nichts weiter. So, ist hier jemand? Irgendwo in den Ecken, Löchern, sonst oben? Was? Die Tür ist verschlossen. Oben nichts gesehen, kein Loch oder sowas. Hier haben wir Müll. So, gehen wir aus dem Schleichmodus raus. Überall rankommen, hier ist nichts. Das sind versiegelte Versandkiste. Die Tür mache ich mal kurz zu, das mache ich. Dass wenn die kommen, die erstmal auf die Tür einklopfen müssen. Ja. Das eine hast du schon gelesen, das andere noch nicht. Das eine hab ich schon gelesen. Siehst du das? Den Unterschied dort? Das hier. Genau, das okay. Ist noch offen. Hier? Wenn du es schon gelesen hast, kannst du es ja lesen. Wo ist es denn jetzt in meinem Inventar? Hier. Ansonsten haben wir hier ja alles schon wieder eingesammelt, ne? Dann können wir durch die Tür gehen.
Schleich mal noch runter. Vielleicht. Du bist ja. Mann. Ich habe gesagt, ich schleiche. Spring Action. Ah. Ich habe vielleicht noch die Tür zugemacht. Das funktioniert nicht. Gut. Und, oh, das sind nicht wenig, ne? Wir schaffen das schon. Drei Stück, glaube ich. Der eine ist, läuft nämlich auf den ihren Schultern rum. Ja, ich sehe schon. Gott, der größte läuft auf den Schultern. Er drängt mich in der Ecke. So. Liegen alle. Sind tot. Kannst du lassen. Hast du jetzt was dagegen? Ja, das war schon gemein, was du gemacht hast. Oh, versucht hier. Da hätte ich nämlich schon mit Pfeil und Bogen abgeschossen, weil die hatte ich mich teilweise schon gesehen. Yes. Wände verstärkte Truhe. Hast du noch einen Dietrich? Bestimmt. Ich komme gleich. Nur das Bad zu Ende. Working Stiff Tools. Mal sehen, was da drin ist. Ein Hammer. Oh, was so, haben wir wo hast du was gesehen? Bist du die Treppe hoch? Ne, immer noch unten. Na hier. Versiegelte Bücherversandkiste, meinst du das? Hinten auf dem... Ah, die verstärkte Truhe hier. Genau. Ah. Da sind bestimmt Bücher drin, oder mindestens eins. Dum, dum, dum. So, was haben wir da drin? Zwei Stück. Oh, das mit dem Kaffee möchte ich haben. Den Kaffee? Rezept Kaffee, so, hier, hast du. Stefans Schatzkarte. Aha. Benutzen. Sah aus wie eine Waffe. Die ich jetzt herstellen kann irgendwie. Ich bin völlig überladen. Ja, ich auch. Ist ja interessant. Das mit dem Kaffee hast du jetzt auch schon genommen, ne? So, ich kann doch mal eins machen. Hier. Ich habe aber Pflastersteine rausgeschmissen. Die kannst du doch schon noch mitnehmen, weil du hast auch welche. Ich versuche gerade das Rezept irgendwie aufzunehmen. Und nimmst du den Topfpflanze mit? Weil ich unser Haus schön dekorieren wollte. Okay. Hinten im Raum warst du drin, ne? Im Klo war ich, ja. Gut. Dann geht also diese Treppe hoch. Jetzt hau ich kein Bild. So, wie jetzt lang? Ach, hier ist der Schlüssel. Ach ja, so, dann sind wir wahrscheinlich durch. Jo. Das war immer interessant. Boah, ein schönes Haus. Das wird toll gemacht, ja. Kann man ja erstmal zurückgehen und es leer machen. Ja, deswegen sind da immer noch die Stühle. Da kommt ein Zombie. Mehrere. Ich sehe drei. Ich sehe nur zwei. Die zwei Fetten siehst du eh noch weiter hinten. Ich gehe mal auf so einen kräftigen. Ich gehe mit, weil solange die einzeln sind... So, da kommt liegt. Noch einer durch den Zaun. So. Oh, voll erwischt. So, die ist weg. Na du? Die hätten wir. Noch zwei. Immer kurz das Vogelnest, wenn ich mal hier bin. Genau, zwei, die beiden. Davon ist noch einer, drei. Ja, es kommen gerade wieder einige, ne? Ich nehme erstmal die hier außen. Du machst die außen, ich mach die in der Mitte. Das hat sie mich gesehen. Kommst du zurecht, ja, ne? Ja. Das erkennt ja so eine dicke, die ist dann... Wenn du Platz hast, geht das. Die dürftest du auch hinkriegen, ne? Ich geh nochmal kurz zum Vogelnest hin. Ja.
Ich will sie nämlich noch zerschlagen, weil bringt auch noch meist Federn. So, haben wir das noch zerschlagen. Gut. Jetzt reparieren. Und dann war hier hinten noch so einer mit Kapuze. So, weil der ist im Nebel wieder verschwunden. Ja, den hatte ich auch gesehen. Wenn ich jetzt hier geradeaus laufe, ist auch einer, das ist auch hinten im Nebel. Aber dort kommen wir noch nicht hin. Obwohl, wir müssen ja genau in die Richtung, ne? Wir müssen dann in die Richtung, genau. Dann gehen wir erstmal zum... Ach, das ist der mit der Kapuze, wie es aussieht. Ach so, okay. Ja, das ist ein Kapuzentyp. Hörst du den? Sind die mit der Kapuze irgendwie besonders schwer? Ich weiß auch nicht. Ich wollte auf den schießen. So ist Spaß. Mülltonne. Und Nägel drin. Jetzt geht's wieder hier vorne. Genau, ich muss da nochmal zur Wasserquelle. Dann hole ich nochmal trübes Wasser. Da war nochmal ein Buch. Das habe ich noch nicht gelesen. Ach, das Band 2 ist Sperrhilfe. Das war dein Baum, ne? Ja. Ja. Komische Geräusche auf einmal. Ach, das habe ich schon gelesen, aber ich kann es nicht aufnehmen, weil ich voll bin. Warte, ich komme. Bin auch voll, ich kann kaum rennen. Ach, die Schatzkarte, ich habe eine Schatzkarte gefunden, die kann ich lesen. So. Mal schauen dann. Was mache ich erst, wenn ich am Haus bin? Okay, so. So, jetzt gehen wir weiter. Ich habe es gleich mal gelesen. Gut. Jetzt müssen wir in die Richtung. Und dann hier links, ne? Genau, wir können noch diese... zu dem Briefkasten nachgehen. Genau, hier ist der Bus. Das habe ich noch nicht gelesen. Hier ist das Wasser. Ah, gut, das nehme ich gleich mal. Hier ist nochmal ein Nest. Oh, 8 Federn. Kann man noch ein paar Steinpfeil-Munition. Machen wir gleich mal noch welche. Jetzt müssen wir nach links weiterlaufen. Ich habe nur noch mal in den Briefkasten geguckt, der da war. Ja, ich weiß nicht, genug Ausdauer. Teil der Wurst kaputt, weil es ein bisschen Holz noch mitbringt. So. Alles klar, wir sind bisher unterwegs gewesen, viel gekämpft, dann habe ich doch schon viel Essen und Wasser verloren, ne? Was ich mit Essen will, ist besonders schwierig. So, erstmal hoch. Dann gehen wir erstmal in die Kiste rein. Haben wir hier noch irgendwas, was Nahrung bringt? Keine. Nur Wasser. Erstmal das. Ich habe Bier gefunden. Nochmal. Noch ein Honig hatte ich gefunden. Verbirnen. Das Glas Honig aufheben. Das habe ich in die Nahrungskiste mitgelegt. Ich habe auch 10 leere Wasserkrüge. Ich lege einfach mal in die Nahrungskiste rein. Muss mir mal sortieren, was ich hier alles habe. Das ist hier. Heidelbeeren essen. Mach das. Bringt zwar nicht viel, muss eins, aber besser als nichts. Das ist Plastik, das Verband, das kommt doch hier rein. Die dritte Kiste ist gar nicht sortiert, aber ist ja egal. Kaffeebohnen. Können wir später nochmal machen. Wie nicht sortiert. So alles mögliche drin. Kleidung und Material. Hier ist falsch. Pflastersteine liegen in der Mitte drin, das ist falsch. Ja, die nehme ich eh dann raus. Trage ich immer so mit mir rum. Achso, die habe ich jetzt schon rausgenommen, weil ich jetzt hier... Ja, du bist gerade dran. Ja, weil ich gerade hier versuche zu sehen, was ich da alles reinlegen kann. Das... Ja, ich gehe da erst noch raus. Angelblei... Ah ne, Angelblei ist Material, ne? Das kannst du auch zerlegen. Genau, zerlegen, so. Jetzt gehen wir hier ganz rechts. Kleidung, Material. Hier Material, Material. Benzin ist Material. Material, Leder, Kleidung. Verkohltes Wildbret. Wieder sehr Nahrung. Ja, Pflasterscheine habe ich reingelegt. Die Stoffherzen legen wir ganz links rein. Mechanische Teile.
Kunststoff, Papier. Dosen wird zu essen. Ich habe noch ein bisschen Lehm. Blaue Farbe. So, wo hast du die Pflastersteine? Da, wo ich gerade dran bin, ganz rechts. Okay, dann nehme ich die mir dann von dort raus. Genau. Das ist auch Essen, Trinken, bim, bim, bim. Hier, das ja noch. So, ich bin raus aus der Kiste. Jetzt gehe ich in die Mitte, doch nicht. Da bin ich gerade, weil ich noch eine Munition entdeckt habe. So, das haben wir mal weggehauen. Das ist noch Nahrung. Und die Stofffetzen kommen hier noch mit rein. Munition kommt in die Mitte. Federn. Munition kommt in die Mitte. Achso, ich habe hier noch eine Waffe rumliegen. Ein selbstgebautes Gewehr. So, Stufe 3. Ich habe aber Nägel weggelegt. So, jetzt können wir weiter. Ich lese jetzt mal die Schatzkarte. Und ich gehe runter und schaue, ob ich Tiere finde. Wir brauchen unbedingt Fleisch. Lieber Freund, wenn du diese Notiz hast, dann bin ich wahrscheinlich tot oder noch schlimmer, eines von den Monstern. Ich hinterlasse dir diese Karte, die dich zu einem meiner zahlreichen Verstecke führt, wo ich Vorräte vergraben habe. Wenn du es findest, versprich mir, dass du diese Welt damit wieder zu einem besseren Ort machst. Hochachtungsvoll, Stefan. Es ist Mittel, Stefans Schatzkarte. Ich kann jetzt akzeptieren oder ablehnen. Dann nimm akzeptieren. Scheint jetzt nur auf deiner Karte, ne? Finde Schatz. 1,2 Kilometer, ist gar nicht so weit. 1,2 Kilometer, aber mir ist nichts auf der Karte dran. Dann muss ich mit dir mitkommen. Ja, ich guck mal, warte mal. Ist hier irgendwo angezeigt? Toll, nee. Ich muss mich auf ihren Orientierungssinn verlassen. Also es geht zumindest anscheinend in die andere Richtung. Also es wird weniger, ich lauf richtig. Hier vorne bin ich mal gestorben. Ist hier ist eine Ambulanz. Ja, wir wollen jetzt nur zum Schatz. Ja. Nach dem Video wird das neue Spiel total bekannt, Schwertsteinkeule. Das heißt ja nicht mehr Schere, Stein, Papier, nein, Schwertsteinkeule. So. Dann bin ich der Gott deiner Heilung.